Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 129. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 129. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 129. Zahl der gültigen Stimmzettel 129. Auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf entfielen Ja-Stimmen 29, Nein-Stimmen 98, Stimmenthaltungen 2. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf ist die erforderliche Mehrheit nach § 9 Absatz 1 der Geschäftsordnung Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 69 Stimmen bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht entfallen. Meine Damen und Herren, auch im zweiten Wahlgang hat der Abg. Karl-Hermann Bolldorf nicht die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses erhalten. Ich frage danach, ob ein dritter Wahlgang erwünscht ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion beantragt einen dritten Wahlgang, und wir widersprechen der Wahl durch Handzeichen. Meine Damen und Herren, es erfolgt ein dritter Wahlgang. Es ist geheime Wahl beantragt, indem die relative Mehrheit entscheidet, das heißt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Ablauf gleicht den bisherigen Wahlgängen. Ich bitte um entsprechenden Namensaufruf, meine Damen und Herren. Die Wahlhandlung ist damit eröffnet. Aber wir warten noch ein paar wenige Minuten, bis unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Kabinen vorbereitet haben, und dann können wir in den dritten Wahlgang starten. Meine Damen und Herren, entsprechend jetzt sind die Vorbereitungen getroffen. Ich bitte jetzt um den Namensaufruf, und die Wahlhandlung ist entsprechend eröffnet. Entschuldigt sind Ulrike Alex und Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächler-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Ja, danke. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier ist entschuldigt, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert. Nina Eisenhardt,
Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Festerhausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gaub, entschuldigt Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Grüger, Gernot Grumbach. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heidland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honker, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann ist entschuldigt, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann. Sabotage. Kaya Kinkel, Kai Klose, entschuldigt Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrau, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lotz,
Professor Dr. Alexander Lotz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Witzenhausen, Michael Müller, Landil. Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Yanki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolf, Michael Ruhl. Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, entschuldigt Katrin Schlembecker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, entschuldigt Sade Zönmez, Frank Steinratz.
Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulot, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. So, ich frage, sind alle Stimmen abgegeben? Jeder, der wollte, konnte wählen? Ich höre keinen Widerspruch. Dann schließe ich jetzt hiermit die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen.
kann die Zeit auch mal nutzen. Wurde zwischen den Geschäftsführungen vereinbart, ob wir noch Mittagspause machen? Ja, gut. Dann kommen danach noch mal Wahlen, Top 77, nur schon mal zur Vorbereitung und danach dann, die Mittagspause. So, ich kann das Ergebnis der Wahl bekannt geben. Bitte um etwas Ruhe. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 129, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 128, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 128, Zahl der gültigen Stimmzettel 128, Zahl der ungültigen dementsprechend 0. Auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf entfielen 28 Ja-Stimmen, 97 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Damit ist auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf keine Mehrheit zur Wahl des Vizepräsidenten des Hessischen Landtags entfallen. Und deswegen ist er nicht gewählt worden.